Eine Sache schaue ich jetzt doch noch mal nach, nämlich hier. Komm mal her, Licht. Ich brauche dich. Ich brauche deine erhellende Eigenschaft. Können wir dich nicht bitte da hinstellen? Das wäre so genial gut, aber... So, ich hatte doch was. Ich hatte doch was. So. Und... Perfekt! Gut, Naja, ranzoom geht auch nicht, oder? So, so. Okay. Wir sind da oben. Northern Area kommen wir noch nicht hin. Explosives waren wir eben. Office waren wir schon, Storage waren wir schon, Workshop waren wir schon. Wir können rein theoretisch nirgends mehr hin. Im Office ist nichts mehr, im Storage ist nichts mehr. Im Workshop ist nichts und bei Explosives ist auch nichts. Gar nichts. Ich frage mich gerade, ob man es mir verzeihen würde, wenn ich in die Komplettlösung schaue. Ich bezweifle es irgendwie. Deswegen probiere ich es selbst herauszukriegen und wenn ich es wirklich nach mehreren tausend Versuchen nicht hinbekomme, kann ich ja immer noch da reingucken. Hey, ist ja auch nichts, ich kann hier nichts machen. I don't see a fuse. Ja, die Fuse, die haben wir hier. Aber wir brauchen. Wir können den so noch nicht nutzen. Wir brauchen noch Schwarzpulver. Leider. Oder? Ja, das war's doch, ne? Für ein Black Match Fused. The string could be created. The string is then carefully rolled in the gunpowder and left dry at least couple of minutes before use. Steht aber nicht drin, wo wir die Sachen herbekommen. Spiders, Haters, Toxin, Investigation, I still hear my aggressive little friend scratching on the doors to my cell. Das ist nur dieser Verrückte, der Spinnen hasst. Wir haben ja auch kein Schwarzpulver mehr. Wir haben Dynamit. Aber das kriegen wir ja nicht auf. Ich stehe gerade echt leicht auf dem Schlauch und ich bin... Alter, was ruckelt das hier jetzt so? Mir zeigt Fraps 30 FPS an und... Lol. Es ging doch gerade die ganze Zeit. Okay, irgendwas stimmt jetzt gerade mit Fraps nicht mehr. Oder mit meinen FPS-Zahlen allgemein. Ich gehe nochmal schnell speichern. Und danach unterbreche ich kurz die Aufnahme. Starte das Spiel neu und jetzt geht's wieder. Verdammt, jetzt habe ich gar keine Ausrede mehr. Ja doch, es ruckelt doch weiter. So starte ich die Fraps-Aufnahme vielleicht mal neu, vielleicht... Ach verdammt, jetzt läuft wieder flüssig. Und, nur damit wir jetzt hier nicht ewig rumhängen, schaue ich jetzt mal ganz kurz, wo wir dieses Schießpulver herbekommen. Ich möchte auch mal weiterkommen hier. Also dann, Moment mal, eine Sache probieren wir noch. Das sieht nämlich so aus, jetzt wird es wieder weitergehen. Kriegen wir das hier down? Nö. Kriegen wir hier irgendwas anderes noch down? Können wir hier vielleicht runterknien und... Okay, ich habe keine Ahnung. Hier ist eine Dingens, aber ich bezweifle, dass, dass wir das nutzen können. Okay, ich schau mal schnell nach und bis gleich und so. Okay, ich bin wieder da und ich glaube, ich weiß, was wir übersehen haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Und wieso bin ich jetzt rausgegangen? Ich muss doch... Oh. Es kann nämlich sein, dass es zerstört worden ist durch meinen Fehler mit dem TNT eben.
Das Gunpowder soll nämlich hier hinten drin irgendwo bei dem Fass liegen. Ah, Dry Gunpowder. Okay. Dann muss ich das so nutzen und kann das jetzt so. Okay, I have a fuse. Ich habe eine Zündschnur. Und jetzt kommen wir endlich weiter. Gott sei Dank, das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet, dass es so ist. Speichern muss jetzt nicht extra, oder? Boah. Wieso? Ich hasse es, wenn dieses helle, grelle Licht erscheint. Das ist einfach nur so scary und gruselig und gruselig und scary. Okay. TNT. Dynamite. TNT. TNT, TNT, Sorry, ist mit mir durchgegangen. Wir platzieren das TNT right hier drin. Nehmen unsere Fuse. Platzieren das Ganze am TNT. Und passiert was? Autsch. Schauen wir einfach mal, was wir hier haben. When I look back, I can't think that thinks what spurred me to go deeper into the mind. Perhaps it was arrogance at still being alive, or something as ridiculous as fencing adversity and coming out on the top. Now I know I would have been better off starving or being mauled to death than kick-starting the chain of events that I lead me up. Ach, tut mir leid, ich kann das gerade echt nicht lesen. Wie auch schon in der letzten Aufnahme. Ich probiere es einfach nochmal. The chain of events that lead me to end up here, writing to you. I just hope once you understand my story, you will have what's necessary to put an end on this tale. I certainly didn't. Also, der glaubt halt, dass er nie wieder da. Wieso? Ihr könnt es nicht glauben, dass er noch tiefer hier reingeht und glaubt, dass er nie wieder rauskommt. So oder so ähnlich hat der gelabert. So. Blöd ist, jetzt ist hier wieder so richtig dunkel. Taschenlampe möchte ich eigentlich nicht nutzen. Mal ganz kurz, so dass ihr es mal seht. Wo sieht denn das aus? Und jetzt machen wir die auch gleich wieder aus, weil ich Strombatterie sparen möchte. Okay, brauche ich eigentlich nicht 83%, aber trotzdem. Oh, the noises down here are so alien compared to the ground ways to travel to the surface. Irgendwas mit Angst. So, aber es hat ja jetzt ganz viel zu tun. Nee, eigentlich mit den Geräuschen hier unten, dass die sich irgendwie komisch anhören. Hier haben wir. Was ist das hier? Electric Backup System. Okay, mit anderen Worten, wir kriegen die Tür auf. Ja, super. Fuck. Wieso geht da noch die Tür auf? Okay. Speichermöglichkeit. Batterie. Ist das noch mehr Batterie? Dann lassen wir die erstmal hier, weil wir haben ja eh volle Batterie dann. So, speichern. Him, it feels as I'm leaving my body for just a moment. But not just hovering around, it's like I go to some place. What are these things? Es fühlt sich an, als würde ich meinen Körper für einen kurzen Moment verlassen, aber nicht durch die Gegend schweben, sondern es ist wie, wie zu einem anderen Ort gehen. Okay. Was haben wir denn hier? Quick Start Guide. Stelle sicher, dass um den G7 keine Leute oder irgendwas herum ist. Wegen Überhitzung. Keine Ahnung.
Correct and confirm secondary.